So, weiter geht's mit dem Spiel gegen Kaiserslautern und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA. Und wir machen also FIFA 21 Rückkehr. Leider muss ich McKennie zurückholen, eigentlich notbedrungen. Und auch Jonas Karls. Oh, hier ist FIFA nur eine Sperre. Okay, das ist gut. Und die Rollsonne. Das ist linker Verteidigung. Linker Verteidiger, okay. Ja, ich bleib. Lass ihn jetzt natürlich ein bisschen. Warte mal, Entwicklung. Ich gehe mal kurz runter an die Entwicklung. Ich glaube, da sind. Dann versuche ich nämlich den Rossun als Linksverteidiger einzubauen. Oder einzuplanen, wiederum, ne? Guck mal, wo es gerade ist, Alter. So, du sollst Linksverteidiger lernen. So, ich habe mir jetzt versucht, jetzt natürlich noch einen zu verpflichten. Also zumindest von der freien Spielerliste. Das, die Frage ist, ob er vor dem Lautern-Spiel noch kommt. Nein, kommt er nicht. Oder ist das Ding quasi trotzdem schon durch irgendwie? Nein, ist noch nicht der. Wartet immer noch der Transfer. Ja gut, okay, also dann gehen wir jetzt erstmal rein in das Spiel. Wir spielen in Kaiserslautern beim Tabellen-20. und beim Tabellen-letzten. Aber das hat man ja schon mal. Da haben wir gegen Mannheim nämlich verloren, wer sich erinnert. Und gegen Augsburg und jetzt auch im letzten Spiel sind wir ein bisschen, sind wir tatsächlich von der Liste noch, von den Niederlagen noch hinweg weggesprungen. Aber jetzt müssen wir gegen Lautern. So, jetzt kann ich ein bisschen umbauen. Klar, dass McKennie jetzt in der Innenverteidigung spielen muss. Genauso wie Lukas, weil Bella Kotschaf jetzt erstmal nur auf der Bank heute sitzen wird. Ich muss gerade was gucken. Ja, nicht den Ersatzkeeper runter. So. Ich nehme mal Kolasinac raus, dass der auch mal ein bisschen Luft holt, weil er ja gar nicht keine Pause mehr drin hat. So, ja, soweit ist das eigentlich okay. Probier es jetzt einfach mal mit der Ausstellung. Wir müssen immer mal wieder rotieren. Das ist natürlich jetzt alles andere als gut. Aber es ist halt einfach jetzt in der Situation so. Wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viele Ergebnisse, sehr, sehr viele Spiele hintereinander wegkommen. Das nächste Spiel ist auch schon wieder in 3 Tagen. Aber gut, okay, weiter geht's. Spiel Nummer Schön, dass Sie 3 dabei für sind, meine liebe Zuschauer. Ich Aufnahmesession. begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Der Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Es könnte ein Superspiel werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. 11 Punkte Vorsprung mittlerweile. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, und es scheint ja wirklich so, als könnte Ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Klar, deswegen muss ich auf jeden Fall erstmal irgendwie durchgebracht werden. Jetzt werden natürlich die Gegner, die Spiele werden Der natürlich jetzt 1. FC mehr. Kaiserslautern greift heute zu dieser Das sind Aufstellung. die Lauterer. Treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. So, das ist die Aufstellung der Tabellenletzten. Das ist unsere Aufstellung, die wir jetzt kommen. Lukas vorneweg, der Kapitän, Innenverteidiger heute. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Und 2 Rückkehrer stehen auf Also jeden Fall die dabei. Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Ich musste 2 Leute zurückholen, nämlich McKennie, die 5. Und dann Jonas Karls kam aus Portugal zurück. Steht heute hinten links als Es Alternative ist den dabei. Fans von Schalke 04 zu gönnen, dass der Erfolg in den letzten Jahren wieder zurückgekehrt ist nach Gelsenkirchen.
Absolut. Man ist da ja nicht immer verwöhnt worden mit Erfolgen, aber die Fans halten zum Club und vielleicht dürfen sie bald wieder Glanztaten bejubeln. Ja, erstmal jetzt das ist mal das Wichtige, den Aufstieg irgendwann zu machen. So, Spiel läuft. Auf geht's. Ja, gut gemacht. Gut gemacht, da. Ah, schade. Gelöst von Lautern. Die sind ja im Hinspiel mit 1 und 4 gegangen. Da haben wir ja 4-1 gewonnen dann am Ende. Mal gucken, wie das heute auf dem Betzewerk wird. Die letzten Niederlagen oder letzten Spiele hier auf dem Betzewerk waren ja alles andere als gut. Ich kann mich mal an ein 0 zu 5 hier erinnern. Und das wollen wir heute definitiv verhindern. Aber dazu muss die Leistung ein bisschen gesund sein. Das ist es. Jonas Kahn. So, und mal gucken, was der jetzt gibt. Den Verteidiger ist immer maximal gelb. Weil er nicht letzter Mann war, sonst wäre es rot geworden. Und es gibt tatsächlich die richtige. Ja, für mich auch richtig. 9. Minute. Jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Und da muss er rein. Sonst wäre das hier durch gewesen. McKennie! Schön abgebrochen. Ah, der Nationalspieler. Jetzt so in Liga 3 unterwegs. Kam er von Juve zurück. Ich musste ihn ja von Juve zurückholen. Da ist Platz auf dem Flügel. Jetzt die Flanke. Er ist da. Aber ich denke, dass er mittelfristig jetzt wieder verlassen wird. Macht er gut. Dass er aber auch finanzielle Gründe gibt. Und ich denke nicht, dass er, ein Spieler seines Formats ist. Es tut mir auch nur weh, dass er weg ist. Da nimmt er ihm den sehr gutes Tackling. Dass er bei uns bleiben wird. Aber ja, gucken wir mal einfach, wie es sein wird. So, kriegst du den noch durch? Nee. Wird das eine Torchance? McKennie gegen Purin, ehemaliger Schalker. Und das ist. Ball kommt aufs leere Tor. Jetzt geht's richtig. 1-0. Ernsthaft? Wir haben den ersten Treffer. Ach, ich kotze gleich. Also, aber gut gemacht. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Und zwar kein Abseits. Hans weg. So, da hätten wir also das 1-0. 1-0. Für die Lauterer. Die natürlich komplett immer das Überleben kämpfen. Die sind nämlich letzter momentan. Pass auf die Außenbahn. Und die wollen auch nicht absteigen. Oder nicht in die Liga absteigen. Aber jetzt kommt jetzt mal Kobi Lansky. Das ist die Chance zum Ausgleich. Aber jetzt haben wir eine Möglichkeit, die Situation jetzt auch zu nutzen, vielleicht den Ausgleich zu machen. Aber Spartsch hat das Ding gehalten und Lukas zieht den Ball und haut ihn drüber. 24. Minute. Ah, schade. Komm. Ja, war schön gelöst. Karls. Nee, Ludewig, Entschuldigung. Der Rechtsverteidiger. Und jetzt fand ich das Ding. Rutscht da hinten ziemlich böse ins Leere. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Und jetzt haben wir ihn. Buschel ab. Ja, Gambula eigentlich war das noch, aber da ist der andere Weg war Dings geplant da unten. Das muss der Ausgleich sein. Und das war so wichtig für Lautern. Das war für Lautern ganz, ganz wichtig, diese Klärungssituation. 31. Minute, auch im Hinspiel haben sie uns zur Pause 1-0 geführt, so den Ball. Und dann ist es Krüger. Und der verschießt. Technisch herausragend gemacht. Und jetzt diese Chance geben. 34. Minute. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Ja, erstmal klar. Und da ist der Ball wieder weg. Rieder. Quatsch. Merjan. Lieber Merjan. Jetzt die Situation gegen Karl Zeller unten jetzt reingeht. Vielleicht der Ausgleich. Oh Gott. Was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Ah, das ist momentan sind das echt viele, viele Chancen, die wir liegen. Lautern liegt noch so gerade vorne, weil halt wir keine Chance zu machen. Keine Chance nutzen. Wir haben jetzt die letzten Spiele immer ohne zu kriegen. Auch gegen Uerdingen und gegen Augsburg haben wir noch das Ding gedreht. Ballverlust. Gute Aktion. Karlsson noch so eine riesen Chance hat und jetzt Lautern. Das Tor. Was für eine Rettung. Und der macht die. Nimmt die Ecke.
Da kommt die Ecke. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. So, Frage, ob heute die dritte Saisonniederlage droht. Kowilanski. Kamula. Jetzt haben wir's mal. Gute Aktion. Kamula, und da unten steht dann unten nur das noch einer. Fall. Das ist... Mit dem Halbzeitpfiff der Ausgleich noch. Kowilanski. Ja, dann hat er die Tore halt immer. Max Kowilanski da vorne drin momentan. Auch der müsste jetzt mittlerweile bei 17 oder 18 stehen. Von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Ja, der ist chancenlos. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, genau, 17 oder 18, wir sagen 17, oder ja? Platte momentan mit 22, der fällt aber noch ein paar Spiele aus. Insgesamt 3 Monate. Also insgesamt 12 Wochen. Der wird, ob wir den diese Saison nochmal sehen, weiß ich nicht. Alles total offen hier. Aber okay. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er trifft heute viele falsche Entscheidungen auf dem Platz. So, kurze Zwischenstände. Saarbrücken gegen Bayern 2-1. Haching führt 2-0 Meppen. Wiesbaden 1-2 Sandhausen. Waldhof gegen Verl unentschieden. Unten das Abstiegsduell natürlich. Viktoria gegen Duisburg 1-0. Und Halle gegen Hansa 2-1. So, weiter geht's jetzt mit der zweiten Halbzeit. Und wir versuchen hier, heute den nächsten Schritt auch Richtung Aufstieg zu machen. Weil vor allem die Sandhausen noch hinten liegt. Das ist jetzt nicht so ganz unwichtig für uns. Sie holen sich den Ball. Aber Gambula momentan ja unglücklich. Er müsste weg sein. Er müsste weit, weit weg sein. Ja. Das wird Abschluss geben jetzt. So. Ja, wenn er jetzt mit. Geht genau über die Außen. Karls. Sein neuer Arbeitgeber wird Bayer Leverkusen. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Karls. Der ist Linksverteidiger, der macht auch da richtig Druck. Jetzt die Ecke. Per Kopfball hier geklärt. Merchant. Ja, John. Ball kommt rein. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Ja, ist gut. Ist leider kein Tor. Weil der Torschütze Kowilanski momentan nicht in den Ball kommt. Die Flanke war okay. Jetzt kommt Lauter nochmal über die Außen. Aber Lukas. Ja, gut gemacht. Kowilanski und Gambula. Ach nein, das ist jetzt auch noch der nächste Aufwand. Stimmt, ich befürchte, dass ich jetzt auch den nächsten zurückholen muss. Mit Kutucu wahrscheinlich sogar. Deswegen der Pflichtwechsel da vorne jetzt drin. Auf die Mama. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gleich wird hier gewechselt. Und jetzt macht, verliert da der Verteidiger den Ball. Ist das die Chance? McKenny. Diese Situation unbeschadet überstanden. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann. So, jetzt muss ich den Wechsel ziehen. Das bringt natürlich jetzt nichts anderes. Mama jetzt. Beide Teams werden. Geht jetzt auf Spitze rein. Und dann ist Kowilanski da. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Gut gemacht auf Mamba, der eigentlich gar nicht so langsam ist, ja, da vorne. Da ist die Chance. Was für eine Chance. Und Spahic. Der Ball ist übrigens nicht im Aus. Es gibt keine Ecke. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Macht er ihn. Oh. Toller Schuss. Strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gedrückt. Also Mamba, der traf ja gegen... Treffer ja beim 3-1 in Oerdingen, beziehungsweise in Krefeld. Ja, das wird auf Halter, wie auch immer. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und es gibt jetzt nochmal, versuchen nochmal ein bisschen Druck zu machen. Mertan! Tor! Mamba! 74. Hier noch die Riesenchance vergeben und jetzt macht das.
Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Hier nochmal dieser Treffer. Ja, irgendwann wurde der Druck dann doch zu groß. Und dann ist das nächste Spiel, der dritte Rückstand in Folge gedreht. Die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Ja. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Ja, wir müssen natürlich das dritte Tor auch noch machen. Weil das Lauter macht hier momentan echt viel. Also die sind relativ gut. Die spielen definitiv alles andere als von Tabellen 20. Tolles Zuspiel. Gut gemacht, Kobylanski. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Und dann ist es Casemiro und dann ist es das Endstand, ist es das Ende. Das ist natürlich eine überragende Szene. Zwar schaut das Ding hinten in die Mitte und Casemiro lässt den einfach bei Aufsetzer drüber gehen. Hier Kowalanski erst, der die Flanke macht. Spanisch kommt nach vorne. Ja, keine Chance für Keeper. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Mein Sechser es gibt einen macht Wechsel. Den finalen, wahrscheinlich den finalen Siegtreffer. So. Ja gut, lass mal noch heute auf der Bank sitzen, weil eigentlich ist er ja Stammspieler. Klaus. Die Gäste werden wechseln. Ja, wichtig sind diese drei Punkte einfach. Die waren mitgenommen. Diese drei Punkte. Ja, wichtig. Weil das der nächste Schritt ist in Richtung. Was macht er draus? Starkes Tackling hier. Und es gibt Abschuss. Zuletzt dran, es gibt Ecke. Ludewig, ja. Für den Per löse, jetzt kommt Borstor. Löse sich Torschützen gegen den FC Augsburg. Und zwei, hat das 4-2 damals gemacht. So langsam wird's gefährlich. Und dann holt sich der FCK den Ball. Bachmann geht sich gegen Amate durch. Kommt aber nicht daran. Und Renault fängt den ab. Könnte in Konter gehen. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. So, keine Abseits, sagt er. Doch. Richtig, da war er unaufmerksam. Doch, leider. Und der Ball geht nicht über uns durch vom Bastuan, aber das ist egal. Das ist der Schlusspfiff. Das war halt das Tor, was ich auch ein bisschen abgearbeitet, was ich ein bisschen, na gut, egal, was ich eigentlich ein bisschen auch wieder abgeschaltet hat, dachte mir, ja, das passt schon irgendwie, der geht schon vorbei oder so, aber dann kam doch der Stürmer und drückte den rein, aber dann, ja, aber egal, wir haben es tatsächlich gemacht, haben jetzt 13 Punkte Vorsprung. So, der kommt jetzt vor uns. So, ich habe jetzt natürlich noch eine bittere Nachricht. Ich hoffe, das ist kein Wunder, der sich allzu sehr verletzt ist. Wenn der nämlich auch noch jetzt auch 3 Monate aushält, muss ich tatsächlich Kutucu noch zurückholen.
Okay, dann war es nicht so tragisch. Dann brauche ich noch nicht zu reagieren. Okay, nächstes Spiel ist gegen Wien Wiesbaden. Und das sehen wir uns in der nächsten Folge an, ne?